Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map 2 Sternhof. Ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, habt ihr gesehen, was ist das für Deutsch, dass die Seemaschine leer ist. Die werden wir jetzt nochmal schnell auffüllen gehen und dann werden wir den anderen Schlepper davor hängen, unseren größeren. Weil den kleinen, den brauchen wir jetzt mal schnell für ein bisschen ein paar Dünger arbeiten. Und dann will ich mit dem noch ein bisschen mähen. Unsere Wiese, die wir vor ein paar Folgen entdeckt haben. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was war hier drin? Wenn ich hier auch einstehen. Da haben wir einstehen, da haben wir einstehen. Hier hatten wir keinen stehen, oder? Nee. Gucken wir mal, öffnen wir mal das andere. Ach so, ja, das war das andere, was wir öffnen müssen. So, dann zack, dann schließen wir nochmal. Das andere öffnen, so, dann fahren wir mal rückwärts. Wow. Rückwärts, 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 rückwärts. Rückwärts. Oh, bisschen Traktor-Sound. So, zack. Und ran. Sehr schön. Dich können wir noch stehen lassen. Dich nehmen wir ab. Dich nehmen wir auch ab. Du kannst gleich dir den hier schnappen. Zack und rückwärts. So, du musst Gas geben, denn du musst weiter ansehen. Aber ist ja auch nur das kleine Stück. Dann können wir schon anfangen, das zu machen. Genau. So, erstmal nimmst du die Seemaschine mit. Und rückwärts. Du ziehst die wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Und na, ein bisschen schräg gewesen. So, schließen wir mal. Schließen wir mal, geht die andere auf. Ja, die schließen wir auch nochmal. Oh, falscher Weg. Komm, einschlagen. Komplett einschlagen. Sehr schön, kommen wir hier rum. Schaffen wir das? Ja, passt. So, dann gehen wir mal rum. Oh, sie... Mich nervt es. Ja, wir spielen hier auf 5 und Pflanzenwachstum schnell. Ja gut, das war ja auch die erste Reihe hier. So, komm her. Ich glaube, bis da vorne, genau. Musst du jetzt einfach mal Gas geben. So. So, senken. B. Achso. B, jetzt ist er an. Und Helfer. Sehr schön. Und mit dir wollten wir die Wiese düngen. Dann haben wir die auch gedüngt. So, die Wiese düngen. Und diese 25 km/h, ne? Aber er hat so viel Power. 150 PS hat er, ne? 150 PS. diese Ausfahrt brauchen wir. Nicht, dass wir uns verfahren, weil das ist, glaube ich, für den Pferdestall. Zack, rum. Und dann müssen wir mal gucken, ob das überhaupt geht. Aber ich glaube schon. Ab hier fängt das Feld an. Ihr seht, dass das so ein bisschen dunkler. Ja, das geht. Das ist sehr schön. Dann können wir das gleich mal düngen, eine Runde. Haben wir hier auch fürs nächste Mal direkt ein bisschen mehr Gras, was wir kriegen. Ja, man sieht es auch, ihr seht es. Ich zeige gerade so, das Dunkle ist halt das, was schon gedüngt ist. Man sieht es auch gut. So, dann fahren wir einmal so. Ist ja nur, dass es nicht 100% gedüngt ist, aber dass wir wenigstens ein paar Prozent, Moment, wir können ja mal gucken. 50% gedüngt.
100%, sehr schön. Und Start. Aber wir hätten erstmal anfahren sollen. So, dann kriegen wir nächstes Mal auch. Weiß nicht, wie groß gerade die Düngestufe vorher war, ob die 100% war oder 50. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr raus. Aber normalerweise sind die Felder ja eigentlich nicht gedüngt. Das wundert mich, dass ich vorhin auch in der vorletzten Folge das Hanffeld, wollte ich schon sagen, das Haferfeld nicht düngen konnte. Da müssen wir dann auch noch mal gucken. Aber hier verschwenden wir gerade richtig viel, aber wir haben unsere eigenen Düngestationen, die sind jetzt nicht ganz so teuer. So, dann fahren wir jetzt hier nochmal und dann hier nochmal ein bisschen schräg, dann passt das schon. So. Und ein bisschen schräg, dann kriegen wir das auch hin. Können wir mal ein bisschen rüber. So. Zack. Und klein machen. Dann gehen wir mit Vollgas, mit unseren 25 km/h. Fahren wir zurück zum Hof. Können wir mal ein bisschen ran, ein bisschen Trecker-Sound, mal ein bisschen ranzoomen. So, ein bisschen Trecker-Sound. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir das Feld auch schon düngen können. Ich glaube es zwar nicht, aber können ja mal gucken. Weil letztes Mal ging es nicht, aber ich glaube, es ist schon höher gewachsen, oder? Ja, ach so, gedüngt ist es. 95%, 100%. Gut. Alter, was machst du denn? Was stimmt denn mit dir nicht? Schnell wegschalten, das wollen wir nicht sehen. Ja gut, dann bringen wir dich weg, wenn wir nicht düngen können. Jo. Dann bringen wir dich einfach mal weg. Wir können aber nochmal einmal gucken. Zack. Wo sind denn unsere Felder? Da. Genau, Feld 8. Benötigt Kalk. Das machen wir mal aus. So, das ist voll gedüngt. Das ist auch nicht voll gedüngt. Gut, das kriegen wir auch nicht mehr voll gedüngt, aber das Feld kriegen wir auf jeden Fall voll gedüngt. Das ist voll gedüngt. Kalk ist aus. Okay, dann schmeißen wir dich mal hier mit zu. Und dann können wir uns mal unsere geheime Wiese nochmal annehmen. So, senken. Nicht, dass einer sagt, wir lassen unsere Maschinen hier einfach auf den Boden fallen. Das wollen wir ja natürlich nicht. So, und rum. So, und dann fahren wir mal zu unserer Wiese. Wie kommen wir denn da am besten hin? Fahren wir einfach mal hier lang. So. Dich brauchen wir auch gleich auf jeden Fall noch. Fahren wir mal hier lang. Hier fängt schon die Wiese an, ne? Aber ob ich mich hier durch die Bäume kämpfe, auch mit den Schwader. Ta 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 ta. Klappen wir mal aus. Wo fängt man hier an? Wir fangen einfach hier vorne mal an. So. Wir fangen einfach hier vorne noch mal an. So, an den Hobel. Und dann wollen wir mal gucken. Wir fahren einfach hier mal lang. Bisschen kriegen wir ja hier runter. Wird zwar nicht ganz so viel sein, ja, der hat seine Arbeit erledigt, sehr schön. Bisschen kriegen wir ja runter, dann können wir ja mal gucken. Der Größe, wie wir jetzt hier fahren, könnten wir auch wahrscheinlich maximal das Feld machen. So, hier ist ein Busch. Einmal
kurz anheben. Ja. Das wäre schon ein neues Feld, ne? Wollen wir das einfach anlegen, nachdem wir das Gras hier runter haben? Das könnten wir eigentlich machen, ne? Würde ich sagen, legen wir hier dann nochmal ein neues Feld an. Wenn wir das Gras runter haben. Die Bäume kriegen wir ja nicht weg, weil da sind diese komischen, aber wir könnten hier nochmal ein Feld anlegen. Ja. Wird zwar ein bisschen nervig mit dem Flug, aber das kriegen wir ja wohl hin. So. Oh, kurz zurück, aber hier wird es echt aber auch dann bestimmt eng für unseren Drescher hier hochzukommen. Oder wir lassen es als Grasfläche hier. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh, es wird langsam dunkel. Aber ich hoffe, ihr seht noch was. Wir werden jetzt hier nochmal in der Dunkelheit weiterfahren. Zeige rum. Mehr Licht bringt der Kleine auch nicht. Ja, sollen wir hier ein Feld rausmachen, Leute? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir ein Feld hier rausmachen sollen oder nicht. Ich weiß es nicht. Es ist aber ist nicht viel, was hier rauskommen würde, ne? Vor allem diese Schräge hier. Was sollen wir hier raus machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ah. Da mache ich mir noch Gedanken, was wir hier raus machen werden. Ob wir hier doch. Jetzt fahren wir einmal hier gerade. Ob wir hier ein Feld nochmal raus machen. An der Seite könnten wir sogar noch ein bisschen weiter ausschlagen. Was machen wir? Was machen wir? Ich weiß es nicht. Gut, den Baum, den könnte man noch wegmachen, aber das wäre auch schwachsinnig. Zack. So, und rum. Sehr schön. Oh, es wird immer dunkler, ne? Es wird immer dunkler. Ich hoffe, ihr seht noch was. Kann ja mal ein bisschen ranzoomen. So, aber dann haben wir diese Folge auch gut was geschafft. Das Feld ist fertig. Grasfläche ist gedüngt. Die neue Grasfläche ist dann abgeerntet. Was heißt abgeerntet? Abgemäht. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier so um die 30.000 Liter rauskriegen. Dann wir vielleicht 100.000 Liter haben für die nächste Saison. Ich bin am Überlegen. So, oder lassen wir hier auch nochmal Gras. Wir sehen es einfach. Ich würde sagen, wir sehen, was wir hier rauskriegen aus dem Feld. Dementsprechend werden wir dann überlegen. Aber hier ist nicht groß, ne? Gut, die anderen Felder, die wir haben, sind zwar auch nicht riesig. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir können es uns ja nochmal überlegen. So, zack, dann haben wir hier auch fertig. Drum. Dann glaube ich hier die letzte Bahn. Wow, nicht reinfahren. Naja, noch eine Bahn, zwei. Bisschen heran hier. Sehr schön, dann nochmal so rum. Dann haben wir es gleich geschafft. Zack, rum. Oh, es wird immer dunkler. Immer dunkler. Aber Leute, wir haben das Feld fertig. Können wir zack, können wir gleich wieder einklappen. Wir haben das Feld fertig und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge LS19 auf der Map Zweisteinhof. Und schreibt es mal in die Kommentare. Feld, nicht Feld, Wiese lassen oder was ganz anderes. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.